Ja, servus Leute. Ich war vor einiger Zeit bei Fronius auf einem E-Mobilitätstag und hatte dort auch Gelegenheit, mit der Petra von Fronius zu sprechen. Das ist eine Mitarbeiterin, die für das neue Lumina PV-Programm mit zuständig ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage sich aufs Dach durch Fronius installieren zu lassen und diese dann über eine monatliche Rate, die in etwa der ursprünglichen Stromrate entspricht, abzubezahlen. Und das Ganze läuft dann über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und ich wollte mir jetzt mal anschauen, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, wie rechnet sich das, wer könnte eventuell Zielgruppe oder Kunde sein, also für wen könnte dieses Angebot von Interesse sein. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich habe dann hinten raus natürlich auch eine umfangreiche Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht, aber jetzt hören wir uns erstmal das Gespräch an, was ich zusammen mit der Petra führen konnte. Ja Leute, ich habe mir jetzt mal die Petra geschnappt, weil ich wollte Sie mal befragen, es gibt ein neues Produkt von Fronius, beziehungsweise nicht mehr ganz neu, aber doch noch relativ frisch am Markt. Ne? Und da geht es um das Thema PV-Anlagen. Und da würde mich mal interessieren, was genau ist das, weil ihr ermöglicht es ja Leute, ohne Kapitaleinsatz eine PV-Anlage aufs Dach zu bekommen. Wie funktioniert das Ganze denn? Ja genau, also die Idee, also das neue Konzept heißt Lumina PV und das neue Konzept, die Idee dahinter ist, dass wir jedem, nämlich wirklich jedem, einen Zugang zur erneuerbaren Energie machen. Also die Personen, die Leute, die sich keine PV-Anlage leisten können, nicht wollen, gerade das Kapital für was anderes einsetzen, das kennt man ja selbst, einfach einen Zugang zu machen. Und das Coole, das Attraktive an dem Ganzen ist eigentlich, dass sich die monatlichen Kosten, die monatliche Belastung nicht verändert. Das heißt also, die Belastung, damit meinst du die Belastung aus der Stromrechnung? Genau. Die Stromrechnung wird praktisch zukünftig dann so eine Art Rate für die PV-Anlage. Genau. Also wir nehmen im Prinzip die monatlichen Stromkosten, die Stromrechnung her und machen einfach mehr draus. Wenn wir es vielleicht gleich in einem Beispiel angehen, ein 3-4-Personen-Haushalt, also ein bisschen so Standard, 5000 Kilowattstunden im Jahr bedeutet das, würde heißen, dass wir eine Lumina PV 5 aufs Dach schrauben bzw. anbieten. Das heißt, ich sehe auch gerade, du hast hier auch die verschiedenen Programme, die blende ich dann hier im Video einfach mal ein. Genau. Also man sieht hier, die Lumina PV 5 bedeutet, dass wir eine 5 kW-Peak-Anlage aufs Dach installieren. Und das Coole ist, das kostet nichts. Also kein Anfangsinvest, kein Kapital, keine Vorleistung, keine Anzahlung. Okay. Wir kümmern uns um die Installation mit unseren Partnern, mit unseren Installateuren, installieren die PV-Anlage, kostet einmal nichts. Wie funktioniert's? Das wäre jetzt die Frage. Wo ist der Haken? Oder wie funktioniert das Ganze? Die monatlichen Kosten, die monatliche Stromrechnung wandelt sich sozusagen um in Abzahlung der PV, eine Art Ratenzahlung, eine Kaufpreisstundung und den Strombedarf. Weil das Coole ist, Lumina PV ist nicht nur eine PV-Anlage, die irgendwie finanziert oder gestundet wird, sondern geht eigentlich darum, wir geben eine Möglichkeit, eine ganzheitliche Energieversorgung für den Haushalt. Eine erneuerbare, eine grüne Versorgung des Haushaltes. Jetzt wird aber viele Zuschauer auch interessieren, es wird ja immer ein bisschen variieren, wie die Stromrechnung ist. Ne? Und du sagst dir, ihr passt die grundsätzlich an die Stromrechnung an. Wie lange dauert es denn, bis der Kunde dann sagen kann, jetzt ist es meine PV-Anlage, jetzt bin ich Selbstversorger und jetzt muss ich auch an Fronius oder hier an bezüglich der Lumina PV-Anlage keinen Beitrag mehr leisten. Habe also dann zukünftig keine Stromkosten oder kaum noch Stromkosten. Das Ganze dauert 10 Jahre, das läuft auf 10 Jahre. In den 10 Jahren stundet man diese PV-Anlage ab. Und das ganz Wichtige und das auch das Tolle an dem Ganzen, in diesem Paket ist auch der Reststrom drinnen. Das heißt, der Strom, den ich zusätzlich brauche, nicht, also der darüber hinausgeht, was vom Dach kommt, was am Dach produziert wird, der ist ebenfalls in diesem Paket enthalten. Das habe ich auch gemeint mit ganzheitlicher Energielösung. Also eigentlich sagen wir dir, lieber Haushalt, wir kümmern uns um deinen Strombedarf und dazu als Mittel zum Zweck installieren wir die PV auf deinem Dach. Du nutzt zu 100%, was auf deinem Dach ist, so viel es halt möglich ist, Eigenverbrauch. Der Rest geht ins Netz und wenn du mehr brauchst, und in den meisten Fällen braucht man einfach mehr oder zu einem also anderen Zeitpunkt. Also mehr als die Anlage grundsätzlich für den Eigenverbrauch zur Verfügung stellen kann. Aber ihr müsst es ja schon irgendwo begrenzen. Also ihr werdet schon sagen, der Stromverbrauch soll sich in dem Rahmen bewegen, den der Kunde auch in der Vergangenheit hatte. Sonst nehme ich mal an, würde er sich 5 Elektroautos vielleicht
Also und nur mal, gleichzeitig laden. Ja, oder würde vielleicht die Heizung umstellen von Heizöl auf Elektro und würde dann das System missbrauchen. Also ihr müsst ja irgendeine Begrenzung haben. Ihr müsst ja auch rechnen. Ja, also die Zahl Lumina PV 5, 7 und 9, das sind die Pakete, heißt 5, 7 und 9 kW Peak anladen. Und das bedeutet bei einer 5, 5000 Kilowattstunden im Jahr. Die sind mit drin. Die sind mit drinnen. Aber jetzt mal vermutet oder mal unterstellt, der Kunde kauft sich tatsächlich ein Elektroauto und lädt das auch zu Hause und hat dann statt 5000 von mir aus 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch tatsächlich. Die zusätzlichen Kilowattstunden, wie rechnet ihr die ab? Die werden ganz normal über die Kilowattstunde mit einem Kilowattstundenpreis abgerechnet und normal glaubt man immer oder normal flat U brauche ich darüber hinaus, das brauche ich mehr als mein Limit ist, super teuer. Das ist bei Lumina PV eigentlich nicht so. Auch der Preis über dem Limit ist total fair und transparent. Da reden wir jetzt von ca. 25, 26 Cent pro Kilowattstunde. Okay, das ist in Ordnung, da kann man nicht. Und Grundgebühr ist ja schon in dem das ist nämlich auch das Nette, weil die Grundgebühren, die Kosten, die fixen einfach, die normal anfallen, die sind ja durch die monatliche Gebühr schon abgedeckt. Da reden wir eigentlich wirklich nur noch vom Arbeitspreis für die Energie und natürlich die Netzgebühren und so weiter. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Da jetzt noch eine weitere Frage. Wie sieht's aus mit Speicher? Kann man sich auch einen Hausspeicher von euch installieren lassen und wie wirkt sich das dann auf die Kalkulation aus? Man kann, aber es ist komplett unabhängig. Also Lumina PV ist jetzt gerade ein Paket mit PV ohne Speicher. Möchte man einen Speicher, eine Wallbox, eine Wärmepumpe, einen Onboard, was auch immer, kann man ganz viele Möglichkeiten hat man da, kann man machen, ist aber einfach unabhängig davon. Okay. Ja, es hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an für Leute, die halt selbst das Kapital erstmal nicht stellen wollen. Es ist eine andere Art von der Finanzierung. Genau. Und ich werde mir das auf jeden Fall mal genauer anschauen, natürlich auch kritisch anschauen, ne? Mal durchrechnen und mal gucken, wie das so aussieht, wenn man sich selbst aufs Dach praktisch macht. Das ist ja klar, ihr wollt natürlich damit auch Geld verdienen. Aus reinem Nächstenliebe macht man es nicht. Aber ich glaube schon, dass auch das Ziel dahinter ist, möglichst viel PV aufs Dach zu bringen und auch bei Leuten, die so von sich aus das nicht machen würden. Genau, ich denke, es ist einfach wichtig, dass es für den Kunden attraktiv ist. Es muss natürlich auch für die Firma, für Fronius attraktiv sein. Aber ich denke, dass wir mit Lumina PV echt ein attraktives Angebot geschaffen haben. Und wir wollen auch niemanden hindern, PV zu kaufen. Also wenn das jemand kaufen möchte, bitte unbedingt. Kann er bei euch ja auch wahrscheinlich. Kann er natürlich das auch. Das war klar. Kann er auch. Es geht einfach darum, Personen anzusprechen, die sich nicht kaufen wollen, die sich nicht kaufen können, einfach den Zugang zu den Erneuerbaren zu schaffen. Ja. Ja, Petra, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da bleibe ich auch mal dran und wie gesagt, werde es mir genauer anschauen. Unbedingt. Ich danke für deine Ausführungen und die Zeit, die du dir genommen hast. Und jetzt gucke ich noch ein bisschen mal in eurem Gebäude rum. Super, danke. Hat mich gefreut. Danke. Ja, und jetzt schauen wir uns das Angebot nochmal genauer an und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, für wen kommt sowas überhaupt in Frage? Ich habe mir ja zum Beispiel meine PV-Anlage mit 9,12 Kilowatt Peak selbst aufs Dach installieren lassen von einem Elektriker. Ich habe also Angebote verglichen und dann letzten Endes das beste Angebot mit deutschen Modulen habe ich dann gewählt. Und das war natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden, ganz klar mit entsprechenden Rennereien und das scheut halt der ein oder andere. Wiederum gibt es auch Leute, die keine Finanzierung aufnehmen wollen und vielleicht auch das Geld für eine PV-Anlage an sich nicht auf dem Sparbuch haben, also nicht einfach investieren können. Und für die ist das dann ein einfacher und bequemer Weg, eine PV-Anlage aufs Dach zu bekommen. Und ich sage lieber so eine PV-Anlage aufs Dach sich installieren lassen, als gar keine PV-Anlage. Und ob das Ganze sich lohnt oder nicht, das rechnen wir gleich aus. Jetzt steigen wir aber nur noch mal kurz ein, was denn genau diese Pakete beinhalten. Und zwar werde ich mich mal hier komplett an dem Lumia PV5 orientieren, auch in meiner Berechnung dann nachher. Die Berechnung enthält aber auch Rechenmodelle für Lumia PV7 und Lumina PV9. Wir konzentrieren uns aber auf das PV5-Modell. Hier wird also gesagt, deckt den Strombedarf von Haushalten bis zu 3 Personen mit Energieverbrauch von etwa 2000 bis 4500 Kilowattstunden im Jahr. Da wird also eine PV-Anlage mit hochwertigen Komponenten, davon gehe ich jetzt mal aus, weil hier steht auch Premium-Komponenten installiert. Das heißt, man braucht sich um nichts zu kümmern. Die gesamte Installation wird von Fronius beauftragt und überwacht und letzten Endes installiert. Das Einzige, was man machen muss, man muss diese Anlage anmelden in dem zentralen Register und auch beim Netzbetreiber. Das ist aber dann schon alles, was wirklich erforderlich ist, was man als Hausherr letzten Endes erledigen muss.
Die Anlage hat dann eine Leistung von 5 Kilowatt Peak, ist also eher eine etwas kleinere Anlage. 10 Jahre Garantie auf die PV-Anlage. Das ist eigentlich üblich oder Standard, vielleicht sogar ein bisschen über dem Standard. Ich glaube, meine Module hatten 5 Jahre Garantie, aber da war auch schon vorher der Solarhersteller von den Modulen, der Deutsche, schon vorher pleite. Also von daher die 10 Jahre im Zusammenhang mit Fronius, die sehe ich eher positiv, weil Fronius wird in 10 Jahren sicherlich immer noch da sein. Dann ist in diesem Paket enthalten ein Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden. Man muss in diesen Paketen aber einschränkend sagen, dass Fronius mit einem Eigenverbrauch hier rechnet von 1500 Kilowattstunden. So ist mein Kenntnisstand. Falls das nicht richtig ist, blende ich hier unten nochmal den korrekten Wert ein. Das heißt also, diese 5000 Kilowattstunden bestehen aus 1500 Kilowattstunden aus der eigenen PV-Anlage. Das heißt also, das, was ihr selbst nicht ins Netz einspeist, sondern selbst verbraucht. Und 3500 Kilowattstunden Netzbezug. Das ist also wichtig nachher für die Berechnung. Und hier sehen wir dann auch den Preis ab 146 Euro pro Monat. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal an, wie sich das Ganze zusammensetzt. Das habe ich dann in der Excel-Tabelle entsprechend umgesetzt. Gut, dann schauen wir uns nochmal die Kostenrechnung oder die Wirtschaftlichkeitsrechnung im Detail an. Ich habe zum einen hier mal eine ganz vereinfachte Rechnung gemacht, wo ich einfach mal den vermuteten Stromverbrauch oder die vermuteten Stromkosten den Kosten für die Lumina-PV-Pakete gegenübergestellt habe. Das heißt also immer den jeweiligen Paketverbrauch mal 30 Cent mal 10 Jahre. Und dann wäre das der Preis oder die Kosten, die ihr hättet, wenn ihr ganz normal den Strom weiterbeziehen würdet, wenn ihr natürlich 30 Cent je Kilowattstunde tatsächlich bezahlt. Und das habe ich dann mal den Kosten für das Lumina-Paket gegenübergestellt. Und dann kann man vereinfacht mal rechnen, was einen die Anlage nach 10 Jahren wirklich gekostet hat. Man hat natürlich auch keine Erträge generiert, die jetzt zu Überschüssen hätten führen können oder ähnliches. Also mit anderen Worten, hätte man dann eine 10 Jahre alte Anlage, für die man 2520 Euro im Fall des 5000er Paketes und 5040 im Fall des 9000er Paketes bezahlt hätte. Aber da das ein bisschen kurz gesprungen ist, habe ich natürlich auch noch eine komplexere Rechnung gemacht. Und zu dieser komplexeren Rechnung muss ich gleich noch dazu sagen, alle Angaben, die ich hier mache, sind ohne Gewähr. Wenn ihr Fehler in der Liste findet, gern unten in die Videobeschreibung bzw. in die Kommentare posten. Und dann werde ich das auch in der Excel-Liste anpassen. Ich denke aber, dass ich im Großen und Ganzen das halbwegs korrekt gerechnet habe. Und zwar habe ich zunächst erstmal meinen eigenen Verbrauch hier gerechnet und das dann umgerechnet in den Preis je Kilowattstunde, den ich über die Lumina-Pakete bezahlen würde. Wir konzentrieren uns heute mal auf das 5000er-Paket, weil das wahrscheinlich die größte Abnehmerzahl finden würde. Also ich habe meine aktuellen Preise, die ich habe, hier oben erfasst. Ihr könnt übrigens auch alle lila Felder, die ihr hier seht, die könnt ihr verändern, um selbst eure Fälle mal durchzurechnen. Ne? In meinem Fall, ich zahle jetzt aktuell 9,70 Euro an Grundgebühr, 26 Cent je Kilowattstunde und habe einen Verbrauch von 3317 Kilowattstunden gehabt im Jahr 2019. Das würde sich dann hochrechnen auf einen Kilowattstundenpreis von 30 Cent. Allerdings rechnen wir ja hier mit 5000 Kilowattstunden im Lumina PV-Paket. Deshalb kommt diese Preisgestaltung zu einem durchschnittlichen Kilowattpreis bei 5000 Kilowattstunden Verbrauch von 28 Cent. Und diese 28 Cent habe ich dann den Lumina-Paketen gegenübergestellt, beziehungsweise dann hinten bei 9000 auf 27 Cent und habe geguckt, was kostet denn die Kilowattstunde im Schnitt bei diesen Annahmen von Lumina, wenn ich die entsprechenden Verbräuche habe, und komme dann zum Ergebnis, dass ich bei Lumina PV, wenn ich die Ratenbestandteile zugrunde lege, dass mich die Kilowattstunde 36 Cent kostet. Und wenn ich das dann vergleiche mit den 28 Cent, hier ist also eine Rundungsdifferenz, ne, also ich habe die Nachkommastellen auf 2 beschränkt, dann habe ich einen Mehrpreis von 7 Cent. Und das bedeutet, dass die Anlage oder dieses Lumina Paket 5 auf 10 Jahre 17.833,13 € kosten würde. Hier muss man aber dazu bedenken, dass hier keine Preissteigerungen für den Strom mit eingerechnet sind. Also das ist alles Stand heute und mit einem gleichbleibenden Kilowattstundenpreis auf 10 Jahre gerechnet. Und es ist bei dem Lumina-Paket so, dass ihr 2 Jahre an dieses Strompaket gebunden seid. Also ihr habt 3.750 Kilowattstunden bei dem 5000er-Paket. Und die sind also im Paket mit drin,
alles, was ihr drüber verbraucht, kostet dann im Moment so 25 bis 26 Cent in den Avatar-Tarifen. Und da seid ihr 2 Jahre dran gebunden. Wenn diese Zeit rum ist, könnt ihr aber auch den Anbieter wechseln, was natürlich Fronius wahrscheinlich nicht so gut fände. Aber ihr könntet theoretisch dann auch den Strom woanders beziehen. Das bezieht sich also auf diese 3750 Kilowattstunden und auch das, was darüber verbraucht wird. Gut, also mit anderen Worten hat die Anlage 17.833,13 Euro grundsätzlich gekostet. Und der Mehrpreis im Verhältnis zu dem Stromtarif, den ich aktuell habe, wäre auf die 10 Jahre gesehen 3.669,13 Euro. Wir sehen also hier, wenn man meinen eigenen Tarif zugrunde legt, dann hat einen die Anlage schon knapp 1.000 oder etwas über 1.000 Euro mehr gekostet. Gut, das alleine hat aber keine Aussagekraft. Ich habe dann auch mal eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für diese Anlagen gemacht, indem ich Preise zugrunde gelegt habe, die ich mir aus dem Photovoltaikforum mal aus dem Angebotsthread rausgesucht habe und habe dann die Preise hierfür die Anlagen jeweils ermittelt und dann auch mal 1,19 genommen. Das heißt also, überall ist die Mehrwertsteuer mit drin. Habe dann hier mit einer erwarteten Produktion von 950 Kilowattstunden gerechnet, 25% Eigenverbrauch, das ist auch das, womit Fronius rechnet, 75% Lieferung ins Netz und einer Vergütung von 0,099 Cent für die eingelieferte Kilowattstunde. Habe dann noch ein Darlehen angenommen von 2% über die 10 Jahre, habe da eine Leistungsrate einfach mal vereinfachend angenommen. Das heißt also, nach fünf Jahren die Hälfte zurückgezahlt ist und nach weiteren 5 Jahren die zweite Hälfte. So kann ich die Zinsen dann leichter rechnen. Das führt dann dazu, dass man einen Ertrag von 611,73 Euro erwirtschaftet. Das heißt, hier habe ich dann den ersparten Strom für Eigenverbrauch zugrunde gelegt, dann den Betrag für die eingespeiste Vergütung und die Zinsen abgezogen. So komme ich dann insgesamt auf 611,73 Euro jährlich. Da hatte ich jetzt noch einen kleinen Fehler, den habe ich gerade mal korrigiert. Also der Anlagenertrag mit dem Darlehen wäre dann 6.117,33 Euro über 10 Jahre. Und da habe ich dann eine Amortisation bei den Kosten von 7.735 Euro von 12,6 Jahren angenommen. Jetzt ist aber immer noch nicht die Frage geklärt, wie viel kostet einen denn das Lumina PV5-Paket mehr als die Errichtung einer eigenen Anlage? Man muss ja bedenken, dass man auch einige Vorteile mit dem Lumina PV-Paket hat, die man bei einer eigenerrichteten Anlage nicht hätte. Das Gewichtigste ist die 10-jährige Garantie, die hättet ihr bei der normalen Anlage nicht. Dann die Tatsache, dass ihr euch um nichts kümmern müsst, dass also Fronius für euch die gesamte Planung, Installationsbetreuung und das Ganze für euch abwickelt. Ihr müsst also nur diese Meldung, also die Anmeldung der Anlage übernehmen. Und außerdem habt ihr Zugriff auf SolarWeb. Das ist also so ein Analyse-Tool, Überwachungstool, womit ihr eure PV-Anlage und euren Eigenverbrauch sehen könnt. Da gibt's auch eine Demo-Version auf der Seite solarweb.com. Da kann man also einfach mal online reingehen und sich das anschauen. Wir nehmen einfach mal die Anlage hier. Und da kann man dann also sehen, wieso das eigene Verbrauchsverhalten sich entwickelt. Das ist natürlich ein nice to have, wobei es jetzt sicherlich auch nicht ganz so wichtig ist. Und das muss man natürlich auch in irgendeiner Form bezahlen. Und deshalb ist klar, dass das Fronius-Paket teurer sein muss, als die eigen erstellte PV-Anlage. Nur die Frage stellt sich halt, wie viel teurer ist das? Und was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, Fronius baut mit hochwertigen Komponenten. Das heißt also, ihr bekommt preiswerten Kram jetzt verbaut oder irgendwelche preiswerten Wechselrichter, sondern Fronius schreibt im Angebot eindeutig Qualitätsbestandteile. Unter anderem bekommt ihr, je nachdem welcher Partner die Anlage installiert, auf jeden Fall PV-Module der Tier 1, das heißt also der höchsten Qualitätsstufe. Und das müsst ihr natürlich auch berücksichtigen, wenn ihr euch eine Anlage selbst kalkuliert, denn mit günstigeren, preiswerteren Bestandteilen der Anlage könnt ihr natürlich auch nochmal Geld sparen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ihr habt dann halt nicht die hochwertigen Bauteile, ist halt auch immer wieder eine Abwägungssache. Jetzt geht's aber weiter mit der eigentlichen Kalkulation. Wir haben ja hier oben bei dem aktuellen Strompreis, den ich annehme, aus meinem persönlichen, privaten Strompaket, haben wir ja zugrunde gelegt und ermittelt, dass 17.833,13 Euro das Lumina PV5-Paket einen auf 10 Jahre kostet. Und jetzt müssen wir natürlich da dagegen stellen, wie viel kostet einen die PV-Anlage und der Eigenbezug aus dem Netz.
Da habe ich dann hier also die Anschaffung der Anlage von 7.735 Euro. Ich habe den Fremdbezug, das heißt also den Strom, den ich in diesem speziellen Fall nicht aus dem aus der eigenen PV-Produktion beziehe. Ich habe die Einlieferung von Strom und ich habe die Zinsen. Und das Ganze führt dazu, dass die Anlage uns 15.781,68 Euro in dem entsprechenden Beispiel kostet, während die Lumina PV-Anlage 17.833,13 Euro kostet. Das heißt also, das Lumina PV5-Paket wäre in diesem Beispiel über 10 Jahre 2051 Euro teurer oder ungünstiger als jetzt hier zum Beispiel die Eigeninstallation. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr andere Verträge mit eurem Stromlieferanten habt. Also wir sagen einfach mal, ihr habt 10 Euro Grundgebühr und zahlt 30 Cent je Kilowattstunde, dann wird sich diese Differenz hier unten schon entsprechend verringern. Dann sehen wir, es sind nur noch 499 Euro. Und natürlich kann sich das Ganze auch noch verändern, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Produktion von nur 900 Kilowattstunden habt. Angenommen, die Ausrichtung eurer Anlage ist nicht ganz so gut. Dann seht ihr, wird die Differenz noch geringer. Wenn wir jetzt hier mal auf 850 gehen, das wäre aber dann schon eine richtig schlechte Anlage, dann sieht man, dann ist Fronius ungefähr auf dem gleichen Level wie eine eigene Anlage. Jetzt können wir ja auch nochmal hier mit dem Eigenverbrauch spielen. Also wir gehen mal von 30% Eigenverbrauch aus und Lieferung von 70%. Und dann seht ihr schon, wenn der Eigenverbrauch sich erhöht, dann wird das Lumina PV5-Paket ungünstiger für euch. Und wir können jetzt auch nochmal sagen, der Zinssatz ist vielleicht höher, sagen wir mal 4%. Und dann sehen wir, dann kehrt sich das Ganze wieder ein bisschen um. Wir gehen nochmal hier auf 25% und auf 75%. Und dann wäre tatsächlich die Fronius-Anlage günstiger. Und man muss ja auch sagen, Fronius muss diese Anlagen vorfinanzieren über 10 Jahre. Also die haben auf jeden Fall auch einen Finanzierungsaufwand in dem Beispiel. Wir gehen aber hier wieder auf 2%. Und natürlich, was ihr auch bedenken müsst, es kann natürlich auch sein, dass ihr andere Preise je Kilowatt-Peak erzielen könnt. Also wenn ihr hier 1500 Euro erzielt, wird es natürlich entsprechend günstiger für die Anlage. Und wenn ihr 1600 Euro erzielt, wird es entsprechend ungünstiger. Also das ist ja jedem klar. Und dann habe ich hier noch so ein paar Sicherheitsformatierungen eingefügt. Nämlich, wenn ihr hier mehr als 5000 eingibt, dann wird das hier rot untermalt, weil diese Excel-Tabelle nicht berechnen kann, wenn ihr mehr verbraucht als in dem Paket bereits enthalten. Das ist aber auch kein Drama, weil durch den relativ günstigen Strompreis in dem Avatar-Tarif von rund 25 bis 26 Cent aktuell ist Mehrverbrauch auf jeden Fall kein Nachteil für euch, weil ihr den Strom relativ günstig von Fronius oder Avatar bezieht. Der einzige Nachteil, der daraus resultiert, wenn ihr eine Anlage euch installieren lasst, die kleiner ist als euer tatsächlicher Bedarf ist, dass ihr dann, wenn die 10 Jahre rum sind, eine Anlage auf dem Dach habt, die kleiner ist, als das für euch unter Umständen sinnvoll ist. Also mit anderen Worten, man sollte schon möglichst nah an dem Lumina-Paket dran sein. Allerdings sollte man nicht deutlich weniger Strom verbrauchen, weil das spielen wir gerade auch nochmal durch. Ihr seht also, es sind ganz viele Beispiele, die man sich ausdenken kann. Wir gehen jetzt hier mal wieder auf die 950 Kilowattstunden und machen jetzt hier mal, ihr verbraucht nur 4000. Also wir gucken erst nochmal, wie viel das dann unten ist. Und das merken wir uns auch mal. Das sind also 499 Euro Nachteil. Und wenn wir jetzt hier einfach mal 4500 eingeben, dann müsste das größer werden, dann sind wir wieder bei 2000 Euro. Ja, wie fällt jetzt also mein Fazit zu den Lumina-Paketen von Fronius aus? Ich muss sagen, ich denke, es ist ein faires Angebot. Ich denke, das ist wirklich so kalkuliert, dass man sagen kann, ja, da schlägt Fronius nicht über die Stränge. Es beinhaltet ein paar Vorteile für denjenigen, der die Anlage über Fronius bezieht. Und zwar sehe ich als Vorteil die 10-jährige Garantie. Die habt ihr bei einer normalen PV-Anlage nicht. Und ich sehe natürlich den Vorteil der Bequemlichkeit. Ihr sagt, Fronius, mach. Ihr braucht euch nicht mit Handwerkern rumschlagen oder ähnliches. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ruft ihr Fronius an und sagt, hier Fronius, da müsst ihr jetzt nochmal nachbessern. Und dadurch, dass ihr auch monatsweise bezahlt, habt ihr natürlich auch ein gewisses Druckmittel, wenn also irgendwas nicht so richtig funktioniert. Also mit anderen Worten, das sind praktisch die Vorteile für euch. Nachteil ist natürlich, Fronius möchte für diese Garantieleistung, für den Service auch eine gewisse finanzielle Entschädigung oder Bezahlung haben. Das ist legitim. Ich denke auch, dass das in der Kalkulation fair berücksichtigt wurde. Das heißt also, ihr habt gewisse Mehrkosten zur PV-Anlage. Dann ist der Nachteil, wenn ihr euch beim Stromverbrauch kalkuliert und ihr deutlich weniger verbraucht als vorgesehen, dann kann sich die Wirtschaftlichkeit für euch schlechter rechnen.
Und es könnte auch sein, ihr habt einen höheren Eigenverbrauch. So merkwürdig sich das auch anhört, das wäre dann für das Paket eher schlechter für euch, weil dann die EEG-Vergütung geringer wird. Wirkt sich zwar nicht großartig aus, aber ist auch wieder ein Punkt, den man bedenken muss. Und das, was so ein kleiner Nachteil ist, bei der eigenen Anlage könntet ihr auch noch einen eigenen Speicher mit installieren. Und das macht halt bei der Fronius-Anlage keinen Sinn. Die hat halt keinen Speicher eingebaut und deshalb spielt das in der Kalkulation und auch in meiner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung keine Rolle. Wenn ihr aber einen Speicher verbauen würdet, dann könnt ihr natürlich den Eigenanteil erhöhen und dann könnte auch eine eigeninstallierte Anlage deutlich mehr Sinn machen, was natürlich auch wieder den Nachteil hat, ihr habt höhere Kosten, die Speicher sind im Moment noch sehr teuer und wenn ihr in 10 Jahren bei der Lumina-PV-Anlage, die ja euch dann endgültig gehört, sie gehört von Anfang an euch, aber ihr müsst sie ja abbezahlen, also ihr könnt dann bei der Lumina-PV-Anlage ja einen Speicher nachrüsten. Der wird dann wahrscheinlich auch größer sein als den, den ihr jetzt wählen würdet, weil die Preise und die Akkutechnologie in 10 Jahren eine ganz andere ist. Das heißt also, ihr habt das Thema Akku in die Zukunft verlegt und Richtung Zukunftstechnologie und habt den nicht direkt mit drin. Es gibt auch von Sonnen ein Angebot, das ist mit Speicher. Da gehört euch die Anlage aber erst nach 20 Jahren. Also ihr seht schon, das Thema ist nicht ganz einfach. Man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Man muss sich überlegen, was man möchte. Und ich kann aber sagen, wer mit den Einschränkungen in dem Lumina-Paket leben kann und wer die Vorteile des Lumina-Pakets zu schätzen weiß, für den würde ich dieses Paket durchaus empfehlen. Ich denke, es ist fair kalkuliert. Es ist ein faires Angebot. Und wer also den Aufwand scheut und jetzt selbst in die Materie einsteigen will, für den ist das auf jeden Fall eine überlegenswerte Alternative. Ja, das sind jetzt meine Gedanken zu den Lumina-Paketen von Fronius. Ich hoffe, ich habe die Gedanken einigermaßen strukturiert zu Protokoll gebracht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und lasst auf jeden Fall ein Abo da, weil bei mir kommen die allerbesten Videos überhaupt.